Du bist brav. Ich habe gerade gar nicht gelesen, was du geschrieben hast. Nein! So. Okay. So, das hier sieht man dann von unten nicht mehr. Lassen wir hier wieder Wasser rein. Und setzen unsere Flusspferde rein. Gott, haben die Mitarbeiter erstmal einen langen Weg. Wobei, von ihrer Sicht aus sieht das aber auch gut aus. Und dann hier oben so lang gehen. Sauberkeit. Hier hinten. Ja, sollte sich vielleicht mein Tierpfleger drum kümmern. Wir haben doch so viele. Wurmquelle nicht zugänglich. Dann setzen wir die Stromquelle halt dahin. Auch kein Problem. Wie ist eigentlich mit der... ganz knapp. Ganz knapp mit der Wasserquelle. Aber es passt noch. Ja, unsere Hippos sind drin. So. Nee. Und sie können überall hin, das ist gut. Wir haben ein neues Tier im Zoo. Die gucken irgendwie ganz, ganz seltsam. Also ich weiß ja nicht, ich würde mich nicht so wohl fühlen, wenn ich von jeder Seite beobachtet werden könnte. Ich kann noch irgendwas machen. So. Ich weiß gar nicht, dass mein Hex schwimmen gelernt hat. Der ist aber böse. Ja, doch. Sie kann scheinbar schwimmen. So, dann sagen wir euch doch mal einmal Hallo. Damit wir Pünktchen kriegen. Irgendwie finde ich diese Werbetafeln cool. So, jetzt gehen die Leute auch mal hier runter. Ich nehme mal an, dass der... Ja, der Gorilla genießt immer noch die höchste Attraktivität. Und sie beschweren sich, dass die Geschäfte zu voll sind. Ich weiß noch nicht, wo ich euch hinsetzen kann. Der Geschäft, meine ich. Müssen wir noch schauen. Jedenfalls muss ich hier den Tunnel einmal weitermachen. Dann schalten wir das hier einmal aus.
weil ich jetzt auch großen Steine nehmen kann. Hier ist es ja ein bisschen tiefer. Und irgendeiner stößt sich trotzdem noch den Kopf dran. Von oben dekoriere ich das dann später auch noch. Bleibt dann auch nicht so. Mal, können wir das mal nach da schieben? So. Damit das hier halt oben einmal so komplett abschließt. Das erste wird doch schwierig, dann da unten Lampen zu platzieren, glaube ich. Ja? So, dann einmal uns ums Futter kümmern, dass unsere Bergflusspferde gleich verhungern. Dann einmal einen Rückzugsort. Jetzt einfach mal so was Klassisches. Gucken. So, jetzt. Dann, nein, 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 nicht dahin. Gehege. Ein Futtertrog Mittel. Den Futtertrog packen wir mal da. Ein Kerzbaum. Schlammbad. Dann da aber halt in der Luft. Wäre ja auch nicht so sein, ne? Wobei, warte doch, ich könnte da einen Felsen drunter platzieren. Dann würde es gehen. Darf ich nur nicht vergessen. Einmal. Zweimal. Jetzt sieht das nicht mehr ganz so verkorkst aus. Blauer Vogel wird bei deiner Altersschwäche sterben. Das tut mir aber leid.
Ah, ich kann das also auch. Stellen das einfach mal hier hin. Oh Gott, jetzt haben wir hier eine Höhle. Deswegen. Ist das wegen dem Baum? Oh Gott. So. Das sah ja gar nicht gut aus. Weil ich sowieso glaube, dass sie ein viel zu großes Gehege haben. Das passt schon. So, den Weg legen wir jetzt einmal woanders hin. So, etwas weiter nach hier. Hier kommt dann wieder eine Abzweigung. Und dann noch so einen kleinen Mini-Trampel-Part hier. Kann ich den damit verbinden? Nee, kann ich nicht. Okay. Also mal hier gebüffeln, dass man das so nicht sehen kann. Dann passt das. Denke ich. So, was wart ihr nochmal? Afrikatropen, ne? Und aquatisch. Dann Afrika. Aquatisch. Tropen. Kontinent afrikanisch. Das ist etwas sehr riesig von der Wurzel her. Da geht's. Nein, 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 nicht euch. Euch umso mehr. Und meine Lieblingsbäume. Der passt jetzt hier so nicht mehr hin. Und eine Auerweide. Ich kenne hier hinten noch. Gut, und dann hier noch das ganze Kleinkram. Habe ich eigentlich überall Löcher drin?
Na gut, kann ich ja wunderbar mit den Pflänzchen hier verdecken. Und nicht vergessen, unter Wasser hier auch noch ein paar Gräser zu setzen. Wollen wir hier. Mal den noch mal ein bisschen höher gucken lassen. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und haben wir jetzt hier noch irgendetwas, was wir da Wasser reinsetzen können? Nur diese Unterwassergräser. Riesige Mammutblätter. Die ich aber nicht brauche. Aber das echte Papyrus kann ja noch mit hin. Setzen wir hier einfach noch ein paar Seeröschen hin. So. Sieht doch schon mal so im ersten Blick nicht schlecht aus. Für unter Wasser. Habe ich dann noch hier diese Felsen. Kann ich auch noch wieder mit reinsetzen. So. Perfekt. Das erste. Hier dekoriere ich, wie gesagt, noch. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch mal bei Tierpfleger Arbeitsbereich geben können. Mache ich da einmal. Und bei den Gorillas kann das hier noch mit rein. Ach Quatsch. Nein! Gorillas zum Arbeitsbereich. Gorillas. Gehört das hier dann einfach noch mit zu. So. Hat die, der gute Pfleger zwar ein bisschen mehr zu tun, aber muss er mit leben.
dann Spendenbüchsen. Wieder überall an Ort und Stelle packen. Und Mülleimer. Ich denke unbedingt an die Mülleimer. Wir haben Corona, dass er sich freut, dass er einen Job hat. Stimmt. Das ist ja keine Voraussetzung mehr. Hier darf sich keiner mehr beschweren. Wieso wegen Überbelegung? Ihr seid alleine da drin. Das sind 3 Stück, die da noch drin sind. 3. Ihr beschwert euch wegen Überbelegung. Ah, nee, 4 sind's. Weißt du, ihr habt so ein großes Gehege. Ihr könntet euch wunderbar aus dem Weg gehen, ne? Nein. Ihr jammert. Wegen Platz, Mann. Den Platz brauchen die kleinen Wege doch nicht. Sicher das Weibchen. Weiß ich gar nicht. Also ein Männchen müsste mit drin sein. Warte. Weibchen, Weibchen, Männchen. Stimmt, das recht. Sind eigentlich, sind 3 Weibchen und ein Männchen. Und die Weiße mich hier eigentlich auf jeden Fall behalten. Ah. Aber dich kann ich freilassen. So, jetzt sollten sie sich eigentlich nicht mehr beschweren. Hoffe ich. Felsbearbeitung. Packen wir hier noch ein paar grüne Felsen mit rein. Weil wegen Dschungelfeeling und so. Ihr versteht. So. Dann Kontinent bitte einmal weg. Nur noch Tropen. Bambus geht das Ganze eigentlich ganz gut. Sehe auch noch wunderbar rein. So. Man soll da ja nicht ganz so hingucken können. Soll ja schon den eigentlichen Weg gehen. So, das kommt hier hin.
ich auf jeden Fall hier auch mal so reinpacken. Kommst du auf dem anderen Baum nicht in die Quere, das ist gut. Wurzelwerk brauche ich nicht. Bist doch etwas sehr voluminös. Ach. Ah, okay. Dahin, damit man ihn noch erkennt. Sind doch etwas sehr voll geworden hier. Jetzt wirft man hier einfach alles durcheinander, was so geht. Ohne Sinn und Verstand. Nein! Sah eigentlich jedenfalls gut aus. So. Ein bisschen Geäst unten hin. Nicht vergessen. Weil es so ja immer noch zum Frühlingsbereich gehören. Ganz, ganz wichtig. Hier kann man dann halt nur noch so ein bisschen durchgucken. Speichern, nicht, dass wieder was passiert. Und das ist dann hier wieder so ein höherer Pfad. Quasi. Ob es dann wirklich so abenteuerhaft ist, weiß ich nicht. Weil es hier nur einmal so, ne? Geradeaus geht, aber. Passt. So. Globus sieht mal so ganz gut aus. Und dann machen wir hier wirklich so noch die Tropen. Hier geht es dann frühlingsmäßig mit Asien weiter. Da habe ich hier noch gar keine Schilder hingepackt, ne? Schon wieder alles und an nichts. So. Man soll doch auch wissen, welches Tier es ist, auch wenn man hier keinen Strom hat. Das Gute ist, dass wir weiterhin Plus machen. Trotz, dass wir schon so viele Tiere haben. Ich glaube, sonst müsste ich mir so langsam Sorgen machen. Wunderbar.
Also ich glaube, in den Zoo würde ich selber auch reingehen. Allerdings noch nicht für das Geld. Würde sich für mich noch nicht lohnen. Wie groß ist unser Zoo? Huch. Sieht man das nochmal? Gibt aber kaum Verbrechen. Ja, wo sieht man das denn nochmal da? Ist aber trotzdem noch sehr, sehr klein. Und wollen die echt schon den Eintritt zahlen? Marketing haben wir noch gar nichts. Aber steigert das jetzt schon so? Wenn hier schönes. Virale Videos. Bannerwerbung. Das hier würde ich jetzt noch nicht machen. Und wir machen einmal Zeitungswerbung. Machen zwar schon gut Geld. Kann nur schaden. So. Also ein weiteres Gehege haben wir. Denn... Gut, die Gestaltung der Mitarbeiterbereiche möchte ich erst spät machen. Wenn so das Drumherum auch wirklich versteht. Das ist bisher ja... Ja gut, hier vielleicht schon. Ansonsten... Okapi hat Nachwuchs bekommen. Oder wird bald... Oh, wird bald. Bist du die Glückliche? Ja. Du bist die Glückliche. Die werdende Mami. Beobachte, glaube ich, auch viel zu wenig die Tiere mal. Jetzt, glaube ich, immer so von einem Ort zum nächsten. Ja, warum hast du dein Baby? Da ist es. Die haben ganz schön riesige Ohren. Ich hab da noch nicht so drauf geachtet, aber Alter. Schöne Tiere. Wirklich schöne Tiere. So. Hier waren wir ja beim Gestalten, ne? Ja. Na gut, was soll ich hier hin machen? Kann ich höchstens ein paar Blümchen reinpacken? So sonderlich viel. Für mich redet vom Blümchen, was packe ich rein? Ich nehme Kraut. Ja, das passt da nicht rein. Das hier passt da noch rein. Ein krankes Tier entdeckt. Hier, Brennnesseln. Die können wir da doch wunderbar drin packen. Das hier bitte einmal wieder ausschalten. Gut, es gibt schönere Pflanzen als Brennnesseln, aber... Die hier rein. Man sieht doch schön aus, als wenn wir das jetzt so Öl und Brüge da lassen. Und bitte einmal wieder Brennnesseln. Und einmal diese Blümchen noch. Ihr guckt noch, Grasfrost stört aber, glaube ich, nicht weiter.
möchte mal mehr Tannen drin haben. Weil ich glaube, Tannen passen auch ein bisschen mehr zum Herbst dann. Ich habe mir über den Herbst noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Wobei doch, da kommen dann halt solche Bäume rein. Halt sowas. Das wird aber so hin, dass es nicht ins Gehege reinragt. Das passt zu den Flamingos nicht. Grönländischen brauche ich nicht. Ich brauche die kleine Hortensia. Und diese Blümchen hier. Der kann Stein hin. Aber ich sehe nichts. Dekoriert und ein Steinchen. Ein Steinchen. So. Ist das jetzt schon mal fertig? Ich weiß nicht, welche Tiere ihr noch unbedingt drin haben wollt. Die jetzt so zum, ja, zu Tropen oder zu Asien passen. Können noch mal gucken. Die Schimpansen wären zwar auch Tropen, möchte ich aber, glaube ich, eher nach Afrika später packen. Buzineräffchen. Buzineräffchen könnten hier hinten hin. Direkt hier. Wäre Platz. Wäre dann längliches Gehege wahrscheinlich. Kann man das Gehege eigentlich betreten? Gäste können Gehege betreten. Sehr gut. Oder man macht es, dass man diese Fläche hier nimmt und dann hier einmal so einen Weg durchschlängelt. Dass man dann hier quasi so die Äffchen hat, die dann von links nach rechts oben nach unten durchspringen. Wir brauchen dringend noch einen Tierpfleger. Ich glaube, unsere Tierpfleger schaffen die Arbeit nicht. Also, wir noch einen Zoopfleger brauchen. Und noch einen Techniker. Die Ausbilder sind jetzt nicht so ausgelastet. Aber die Zoopfleger kriegen alle erstmal. Wie teuer sind denn die Kapuzineräffchen? Gehen sogar. Ich würde ihr auf jeden Fall nehmen. Und dich. So. Jetzt ist die Frage. Na doch, ich würde sagen, wir machen offenes Gehege. Offenes Gehege. Und auf jeden Fall einen Kletterschutz ran.
Ich weiß noch nicht, ob ich das dann vielleicht mit Glas tausche. Wie gesagt, ich guck da noch mal. Wir machen das noch schöner. Hier geht ein anderer Weg lang. Eingang. Ja, dann einmal hier. Da geht halt nicht anders. So. Da ist der Gehegeeingang. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das hier nicht vielleicht lieber mit Glas tausche. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Vielleicht. Ja, das ist ja ganz cool. So, aber hier setzen wir dann noch unsere Kapuzineräffchen rein. So. Hey, komm. Oh. Wir haben Kapuzineräffchen. Wir haben diese kleine Kapuzineräffchen. Wir haben ja nicht genug Tiere. Ich glaube, denen ist das Gehege hundertprozentig zu groß. So. Ich gehe mal kurz den Weg weg.